Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2, die Tyranniden. Und wir sind fast schon besiegt. Ich habe jetzt mal eine Runde weitergespielt. Aber ich habe ja auch nur meine Truppen von hier wieder hierhin ja, transportiert. Ich habe nochmal den Anführer gekauft, weil nur die kleinen Eskortschiffe überlebt haben. Und ich sehe gerade, die Eskortschiffe sind immer noch beschädigt. Müssen noch repariert werden. Das Problem, was wir haben. Tja, im nächsten Zug sind wir pleite. Das ist unser Problem. Hier kriegen wir nur zwei Einheiten rein und sind in Unterzahl. Da kommen wir nicht hin. Tja, wohin? Was tun wir? Was können wir tun? Eigentlich können wir. Die haben hier sich verstärkt, indem sie hier eine Waffenplattform gebaut haben. Na? Die Menschen haben hier auch irgendwas gebaut, ein Minenfeld oder so. So, aufgerundet sind das 800. Ach, ich kann es mir nicht schönreden. Kommen wir dadurch vorbei? Ins andere System? Dann würde ich das hier einfach verlassen. Dann gehen wir einfach die Mission weiter. Wenn das geht. Ich schicke mal so ein schwaches Schiff hin. The Fortress Oubliette of Nemesis Tessera was once the Inquisition's most closely guarded secret. A bastion of knowledge and rigor, and a convocation point for the Imperium's most trusted servants. No more. The onset of the 13th Black Crusade set the world awash with treachery and war. Though Nemesis Tessera's dread secrets were stolen, the world itself endured, thanks to the heroism of the Space Wolves and Inquisitor Ciro. From the doomed hive world of Chima Lomas, to the seditious penal world of Avara's Gulag, the sector remains crippled by corruption and heresy. Yet in the forsaken fields of the Obsidian Depths, mutation, madness, and all their damned siblings are curiously absent. It is as if the Obsidian Depths border onto something not yet adequately defined, or perhaps waiting to be discovered. Jo. Eins haben wir weitergeschickt. Ich schicke da aber eine komplette Flotte rüber. Dann verlieren wir die Punkte hier unten, aber. So what? Müssen ja irgendwas machen, weil nächste Runde sind wir pleite. Ich habe einfach. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einfach die letzte Schlacht auf viel zu viel Risiko gespielt. Hier sind die Schiffe schwächer, wohl da werden sie wieder stärker. Aber wir müssen irgendwas einnehmen, damit wir mehr Geld bekommen. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Popelwelt. Wir werden wahrscheinlich die untere, die wir hatten, definitiv verlieren. Nein, wir bauen Plattform. Vierter Zug. Kaffee ist eindeutig zu heiß. Packe ich mal kurz beiseite. So. Warum haben wir jetzt mehr? Das raffe ich jetzt nicht, woher das auf einmal kommt. Das heißt, wenn wir jetzt da hingehen. Na? Möchte gerne noch mehr Unterstützung haben. Haben ja gelernt, einfache Einheiten, so eine einzelne reicht nicht. Dann müsste das jetzt ja reichen. Die haben auch eine Verteidigungsplattform. Müssen wir mal gucken. So, ich muss aufpassen. Also ich darf keine Kleinschiffe zu Spornminen machen, weil die kosten ja auch Geld.
Ich habe ja gerade gesagt, der Kaffee ist heiß. Und die großen Schiffe dürfen wir nicht verlieren. Ist aber blöd, dass Ram unsere stärkste Attacke ist. Aber wir das halt nicht machen können. Ich kann mir nicht helfen, ich muss an Space-Wale denken bei den Tyranniden. Aber ich mag Wale. Wale sind schön. Schöne Tiere. Säugetiere. Oder so. Naja. Achso, ich dachte, wir haben die große Mama auch dabei. Große Mama haben wir nicht. Schade. Genau, der hat Biotorpedos. Biotorpedos. Stachelpanzer. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Ich würde sie auch diesmal ein bisschen weiter auseinanderziehen. So, bereit. Da sehen wir die Plattform. Das sind vier Stück. Wir können ja versuchen, ich weiß nicht, wie die Reichweite ist, dass wir erstmal nur die feindliche Flotte. Warte mal. Erstmal nur die feindliche Flotte angreifen. Und die vielleicht dazu kriegen, uns, also, dass wir weit weg von dieser Plattform bleiben. Ich weiß nicht, wie die Reichweiten sind von der Plattform. Aber die gehen ja geradewegs zur Plattform. Ich spule mal ein bisschen vor. Passt nicht, mir nicht so ganz, wie ich das vorhabe. Oh, die weichen selber aus. Das ist cool, wusste ich nicht. Komm, gehen wir mal hier außen. Ah, ich habe diese Slow-Motion-Taste regt mich voll auf. Drücke ich viel zu oft und wundere mich, warum es nicht weitergeht. So, ein bisschen vorspulen. Alle mitgenommen. Und sie sind da. Ich weiß nicht, wie groß die Schiffe sind. Na, identifiziert. Feuer. Hat ihn getroffen. Sackgesicht. Attacke. Oh, das war so ein Sprungangriff. Alter. Das war cool. So, Schutzschild. Der muss jetzt quasi gleich weg. Das war cool. Gleich auf zwei Seiten. Attacke. 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 Attacke.
es sind langsam Strukturschäden. Haha, Torpedos waren kurz genug. Ganz cool. So, du darfst auch vielleicht ein Rammmanöver machen. Oh ne, Biotorpedo ist zu früh geschossen. Wer hat denn überhaupt gerade geschossen? Achso, er. Hat irgendwie doch noch funktioniert. Wunderbar. Wunderbar. Diese seitlichen Geschosse passen mir echt ganz gut. Zack. So, du hast alles... Oh, was ist denn jetzt passiert? Du hast genug gemacht, mein Großer. Oh, automatisch angegriffen hat er. So. Du bleibst jetzt hinten. Du hast Feierabend. Du, gesell dich mal mit zu ihm. Ihr kommt langsam hierher. Du auch. Du auch. Genau, ihr habt Feierabend. Ich gönne mir jetzt einen Schluck Kaffee. Jetzt sind die Verteidigungsplattformen dran. Ich will nur keine Verluste haben. Der eine konnte ja hier schön Tentakel und so. Finde ich ganz nett. Ich hoffe, die reichen auch. Ah, lecker Kaffee, Kaffee, Kaffee. Na komm, Tarn brauchen wir eins eigentlich gar nicht. Gleich weiter. Na, sind in Reichweite. So, warte mal, alle gleich neben hier. Feuer frei. Ich hoffe, dass sie unkoordiniert schießen, aber die großen treffen sie natürlich. Boah, wie lange brauchen die, um in Reichweite zu sein, verdammte Axt. Sie schreien, ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber sobald das hier zentraler sind, werde ich das einfach mal testen. So, du wirst einfach mal hier schön in die Mitte fliegen. Du, komm mal weiter her, hier, du. Fliegt du da schön dazwischen, dass wir nicht genau diese Attacke haben. Hat gut funktioniert. So, Rammmanöver. Und Schaden hast du genommen, das reicht. Du hast auch Feierabend.
Verdammt nochmal, ne? Gut, Feierabend. Weiter drauf. Ihr schießt da drauf und da drauf. Das sollte jetzt gewesen sein, bin ich der Meinung. Oh, was ist das denn? Eine Explosion? Eieieiei, da wischt mein Schiff. Sackratte. Ach komm, Torpedos. Die guten alten Biotorpedos. Biologisch abbaubar. Siege für die Schwarmmutter. Sieg. Was das für riesige Raumstationen sind, das ist echt der Hammer. Dass die nicht schießen können. Man müsste ja meinen, dass so riesige Raumstationen richtig fette Waffen haben. Müsste man meinen. So, ganz schön derbe runtergeschossen. Der ist aufgestiegen, cool. Auch aufgestiegen. Das sind die, wo sie noch große, naja, Anführer brauchten. Die kleineren haben überlebt. So. Gehört jetzt der Schwarmmutter. Jetzt brauchen wir ein bisschen. Vielleicht, ob es noch Sinn macht, hier weiter auszubauen. Können wir auch gar nicht. Okay. Oder gründen wir hier noch eine neue Flotte? Nee, sorry. Aber die machen gar nichts. Weiß ich nicht, was die vorhaben. Oder die. Dann können wir uns so in den Rücken fallen. Ups. Na gut, jetzt habe ich es geklickt. Wir verdoppeln ja die Reparaturgeschichte. Ist ziemlich im Arsch. Und wir können nichts bauen. Okay. Also hier zumindest ist nichts. Okay. Hier auch nicht. Okay. Dann ziehe ich nochmal dahin. Hier konnte man eine neue Flotte bauen, oder nicht? Eine neue Flotte. Einfach nur zum Verteidigen. Was hat die denn nochmal? Spornfeld. Fand ich jetzt bisher noch nicht so geil. Schnelle Erholung. Schnelle Erholung. Nach der Aktivierung wird das Schild des Flaggschiffs für die nächsten 10 Sekunden als permanent angesehen. Wenn der Schild beschädigt wurde, vervielfacht sich seine Regenerationsrate um 10. Diesen Psy-Schrei finde ich mittlerweile gar nicht so verkehrt, aber Echos-Spore sendet eine Spore an einen Standort, die Sonne bewegt sich. Ja, und ich glaube, klärt einfach auf, ne? Ja. Also eher zur Aufklärung gedacht. Hm.
Gut, dann nehme ich nochmal ihmchen. Und die Schiffe können wir erst kaufen, wenn wir wieder nach einigen Zügen. Ah, ich kann den gar nicht bauen. Ah, wir haben doch 2000. Naja. Beenden wir den Zug. Ah, die Mission, bis wir dahin kommen, ist Weihnachten. Können wir diesen Sektor irgendwie noch verbessern? Mache ich mal so ein Rückgewinnungsbecken. Ach, kann ich hier nicht bauen? Warum konnte ich das bei der anderen Welt bauen und hier nicht? Das verstehe ich noch nicht. Ein Reifungsnest. Erlaubt den Tyranniden Bioschiffe zu bauen. Die eine Art des Nestes abhängt. Was 200? Kann ich hier nicht bauen? Hier kann ich hier nichts bauen. Kann ich nur einmal die Runde bauen oder was? Geheilt, geheilt, geheilt. Ich gucke nochmal, ob ich hier was bauen kann. Ob man vielleicht auch nur einmal die Runde in einem Planeten was bauen kann und vielleicht einmal die Runde nur rekrutieren kann. Kann ich immer noch nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Ruhmanzeige. Achso, dann kann man auch noch zusätzliche Sachen freischalten. Warte mal, Upgrades. Wir hatten doch hier zwei Levelaufstiege. Bei ihmchen zum Beispiel. Schwere Bio Pyrosäure. Pyrosäure, okay. Das sind die Fähigkeiten, die er hat. Weil er ist doch aufgelevelt, oder? Ja, sehen schon ulkig aus, die Viecher. Ah, ich dachte, er wäre aufgestiegen. Weil im alten Teil 1 konnte man echt die Schiffe irgendwie noch echt geil verbessern. Verschiedenste Waffe einbauen und Leute rekrutieren, die das Schiff verbessern. Oder macht er das einfach automatisch schon in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ach, dieses Autofeuern vergesse ich einfach zu oft. Ja, ich würde sagen, damit das Video nicht mehr so lange wird, mache ich hier erstmal einen Break. Haben wir ein bisschen kürzeres Video. Ist ja nicht schlimm. Ja, rekrutieren konnte ich ja nicht. Dann wird es hier Ovaris Gulag mein nächstes Angriffsziel. Obwohl wir da nur zwei Flotten benutzen können, dann wäre es doch echt geil, wenn wir hier bei irgendeiner Flotte ein neues Schiff kaufen könnten. Können wir aber nicht. Warum das denn nicht? Ich verstehe nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Na gut. Dann beende ich erstmal das Video und würde sagen, ihr könnt gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen, würde mich sehr freuen und den Bruder Heinrich unterstützen. Oder hier den Schwarmvater Heinrich, besser gesagt, wir sind der Tyranniden. Ja, also reingehauen, bis zum nächsten Mal, ciao.